Aber diese Vorstellung, dass es richtig gut für die Haut ist. Alter, Michi, das ist fucking heiß. Heute wird's einfach unglaublich geil. Krasser Projekt. Spitzwegerich sammle ich. Ich mach die ganze Badewanne voll, weil Spitzwegerich ist gut für die Haut. Ey, komm, ich bade einfach in Spitzwegerich. Bleib dran, es wird bekloppt. Hammer. Erste Ladung, auf jeden Fall fertig. Ich habe wirklich sehr viele. Bringe ich jetzt mal zur Badewanne. Ich bin jetzt angekommen. Ich werde jetzt zählen und sag euch mal, wie viel Spitzwegerichblätter man pflücken muss, dass man eine Badewanne voll kriegen muss. Und das ist mein Maß. 2, 3, 4. 250. 90, 99, 300. 300 passen hier rein, ich mach das immer voll, pack das hier rein, voll rein und dann zeige ich euch am Ende, wie viel Blätter das sind. 600, 900, 1200, 1500, 2700. Mehr habe ich nicht, jetzt muss ich weiter pflücken. In eine Brennnessel reingegriffen. Blätter. 3300. So, der letzte Pott. 4500 Spitzwegerichblätter einer Badewanne. Was man alles für seine Haut tut, ne? Dann mache ich kochendes heißes Wasser rein. Lass es nochmal so eine halbe Stunde ziehen. Das ist auf jeden Fall der größte Tee, den ich jemals gesehen habe. Halbe Stunde ist rum, es ist immer noch sehr warm. Ich gehe da jetzt rein, es hat jetzt lange gezogen. Es ist noch sehr heiß. Was? Ist sehr heiß noch. Hey, ja, die Füße sind schon mal drin. Es tut, für die gute Haut. Guck mal, ich bin der Algenmann, Alter. Wie das aussieht. Vorstellung, dass es richtig gut für die Haut ist. Weil das reinigt die Haut, wenn du viel dreckige Haut hast oder wenn deine Haut Entzündungen hat. Mückenstiche, Pickel, die Entzündungen gehen weg von den Schleimstoffen, von den Gerbstoffen oder Wunden. Es zieht alles schon zusammen. Und deswegen mache ich das alles, dass ihr nicht so denkt, hey, was macht der Typ dort? Meine Damen und Herren, hier sehen Sie eine Wohlfühl-Oase. Es ist wirklich die Wellness ein bisschen, ne? Dein ganzer Körper ist in Kräuter drin. Es riecht gut. Es ist eigentlich wie ein Teebad. Boah, es ist warm, aber es tut so gut. Und eigentlich könnte man das trinken, weil Spitzwegerich ist ein guter Teemittel. Kräuterwellness, Kräuterbad. Ja, ich melde mich später wieder. Ich werde erstmal so eine halbe Stunde hier drinnen bleiben. Wie heiß ist denn das? 27 Grad oder sowas. Reicht mir auch jetzt. Meine Haut hat genug aufgezogen. Sortes ist der Kameramann und der hat auch richtig Bock, da reinzugehen. Das lohnt sich ja nicht nur für mich alleine, so viel Kräuter zu pflücken. Tut richtig gut für die Haut, die ist so, wie so ein Schutz irgendwie. Das fühlt sich an wie so ein Schutzpanzer. Ja, ich war jetzt 2,5 Stunden unterwegs, habe Kräuter gepflückt. Und ich freue mich, dass Sortes dabei ist und einfach das mitmacht. Aber jetzt geht Sortes rein. Oh! Oh mein Gott, ist das heiß! Wenn ich mir jetzt vorstelle, da mit dem ganzen Körper drin zu sein, ist es so heiß. Draußen ist es heiß. Danach muss ich irgendwie. Ja, das muss ja erstmal einziehen, ne? Ich kann nicht sofort kalt duschen. Oh Mann. Alter, Michi, das ist fucking heiß! Ich fange jetzt schon an zu schwitzen. Seht ihr mal, oh, was für eine schöne Farbe heftig das hat. Und das klebt alles schon auf der Haut. Heftig, wie viel das auch ist, ne? Das sammeln andere im Leben noch nicht, weißt du? Ein Bild für die Götter, oder? Oh. Boah, wie viele Blätter. Oh, Leute. Das ist, als würde ich im Tee baden. Naja, ich bade im Tee. Und vor allem, was ich euch noch sagen will, falls sich jetzt jemand aufregt und sagt, oh, was für eine Verschwendung. Das ist ja keine Verschwendung. Hört ihr den Rasenmäher draußen? Der killt wahrscheinlich mehr Spitzwegerich
als drei so eine Badewanne. Das Zeug wächst natürlich immer wieder nach und es ist in Deutschland eher ein Unkraut. Also von daher sind wir nur Gartenlandschaftsbauer. Jetzt versuche ich hier echt zu entspannen. Meine Haut färbt sich hier schon grün. Seht ihr das? Ein bisschen, ja. Ja, ich war jetzt nochmal wieder drinnen für ein paar Minuten. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Wenn ihr mehr sowas sehen möchtet, abonniert den Kanal. Wenn ihr mehr wissen möchtet, wie der Spitzwegerich aussieht oder die Merkmale, verlinke ich euch oben. Ja, bis nächstes Mal und auf nächste bekloppte Projekte von mir aus. Ciao.